54 Millionen Euro investiert der Netzbetreiber Bayernwerk in den Ausbau seiner Infrastruktur in Unterfranken. Ungefähr die Hälfte davon fließt ins Netzcentergebiet Schweinfurt. Der Schwerpunkt für die diesjährigen Maßnahmen liegt auf dem Umbau von oberirdischen Freileitungen zu unterirdischen Kabelnetzen. Rainer Messerer ist am Netzcenter Schweinfurt für die anstehenden Projekte in der Region zuständig. Die Freileitungsnetze, die traditionell gebaut wurden, insbesondere auch im ländlich geprägten Bereichen, sind bei weitem nicht so leistungsfähig wie Kabelnetze. Das heißt also, können deutlich weniger Strom transportieren wie diese Freileitungsnetze. Und heute haben wir eben durch die Herausforderungen, dass unsere Kunden durch Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder auch auf großen Scheunen Energie zu uns ins Netz zurückspeisen, brauchen wir die Leistungsfähigkeit und das können wir eben nur mit Kabelnetzen gewährleisten. Neben der geringeren Leistungsfähigkeit ist auch das Alter vieler Freileitungen ein Grund für den Umbau. Eines der größten Projekte im Netzcentergebiet Schweinfurt ist beispielsweise die Verkabelung im Schonunger Ortsteil Reichmannshausen. Hier fallen Kosten in Höhe von 400.000 Euro an. Hier werden wir auch gemeinsam mit der Kommune, mit der Gemeinde eine Baumaßnahme durchführen, unser Netz verkabeln und die Gemeinde wird dazu auch die Gelegenheit nutzen, ein Breitbandkabelnetz aufzubauen und gleichzeitig werden wir auch für die Gemeinde die Straßenbeleuchtungsanlage komplett erneuern. In Bayern sind derzeit 260.000 sogenannte dezentrale Erzeugungsanlagen in Betrieb. Den allergrößten Teil davon machen Photovoltaikanlagen aus. Die speisen Strom ins Netz ein. Und das stellt den Netzbetreiber vor neue Aufgaben, so Ingo Schröers, der Regionalleiter für Ober- und Unterfranken der Bayernwerk AG. Photovoltaik und Wind produzieren ja nicht konstant Strom, sondern fluktuierend, nämlich je nach Wetterlage, ob Wind bläst oder ob eben die Sonne scheint. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir mit diesen Fluktuationen zurechtkommen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich dort der Strom jetzt produziert wird, wo er früher nicht produziert wurde. Das heißt, wir müssen unsere Netze verstärken. Und das funktioniert zum Beispiel mit regelbaren Ortsnetztransformatoren. Die sorgen dafür, dass immer genau so viel Strom im Netz ist, wie aktuell verbraucht wird. Für derartige Umbauten sind für das gesamte Bayernwerknetz in diesem Jahr 580 Millionen Euro eingeplant.